Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA San Andreas. So, hier ist eine ganze Menge los in Las Venturas auf den Straßen, ne? Und ich habe mir überlegt, heute gehe ich mal wieder zu, wie heißt der noch gleich, Wussi ins Casino. Und wollen wir doch mal schauen, ja, was hier der Casino-Überfall, ja, für uns zu tun hat, ne? Wir haben ja überlegt, das Casino zu überfallen, da das, wie heißt das, das Caligulas, wo wir auch Missionen machen noch müssen. Und, ja, habe ich mir jetzt überlegt, fangen wir doch mal damit an, das machen wir heute. Im nächsten Part, denke ich mal, mache ich irgendwas Nebensächliches, schauen wir mal. Vielleicht die Las Venturas Straßenrennen, mal schauen. Und danach gucken wir doch mal, was Tenpenny und Konsorten von uns wollen. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Alles klar. Das heißt wohl, haben wir eigentlich eine Kamera noch? Du brauchst eine Kamera. Nein, ich habe natürlich keine Kamera gerade. Aber ich habe noch hier dieses Wärmebild-Suchgerät hier. Okay, dann schnappen wir uns doch mal ein geeignetes Fahrzeug. Welches nehmen wir denn? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nehmen wir diesen Publiken, was auch immer. Oh, hier ist ein Komet, der ist aber hässlich. Den mag ich nicht, der sieht hässlich aus. So, und diese Musik gefällt mir auch nicht. Stellen wir gleich mal auf aus. So, wir müssen jetzt nach hinten fahren. Da zum, auch, keine Ahnung, irgend so ein Hotel da hinten. Wo ich hier auch noch einiges kaufen muss, könnte man dann auch vielleicht demnächst mal wieder machen. Eine Hotel-Suite kaufen. Alle anderen Speicherhäuser hier in Las Venturas habe ich ja schon gekauft. Bin nur noch hier so ein paar Hotel-Suites auf diesem Strip. So, die fahren wir jetzt einfach über den Haufen. Und ja. Fail. Ja. Gut, nimm dir die Kamera. Wunderbar. Dann wollen wir uns doch mal so eine Kamera schnappen. Sehr schön. War der nicht eben Bullenmenschen? Offensichtlich nicht. Okay, sehr gut. Dann muss ich jetzt ja zum zur Planungsbehörde. Ach so, da herrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Ich soll keinen Ärger machen. Das heißt, ohne Waffen da reinmarschieren. Was heißt ohne Waffen? Ich darf halt meine Waffen nicht zücken, wenn ich da reinmarschiere. So, hier muss ich abbiegen. Dann wollen wir das doch mal machen. Und, na, du liest mich gefälligst vor. Ja. Karl hat hier immer Vorfahrt. Merkt euch das. So. Aus dem Weg, ihr Leute. Vorne ist auch schon die Planungsbehörde. Ich glaube, das da ist das Gebäude hier ja schon von außen. Und da ist der Eingang. Das ist übrigens nur in dieser Mission hier betretbar. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass man das sonst nicht betreten kann, aber egal. So. Jawohl. Put that weapon away, sir. This is a public building. Thank you for your cooperation, sir. Yeah. Thank you for your cooperation. Yeah. Can I help you, sir? Nö, du kannst mir nicht helfen. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Oh, no, I didn't know that. Why? Well, we don't want to be party to preparation of a daring raid on the count room.
Does Sir understand? Ich glaube, ich sage doch lieber mal ja. Oh, of course. The owners wouldn't want to take a gamble on that happening. I'll buzz the door open. It's directly by the main entrance. Das Treppenhaus ist jetzt zugänglich. Klettere in das Stockwerk hinauf, bla 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 und blub. So, dann gehen wir doch mal, stoßen wir die Tür mit unserem massigen Körper auf. Und schauen wir mal, was ist denn da hinten dran? Nothing. Da ist doch Raum hinten dran. Aber da kann man nicht rein. Seltsam. Okay. Soll mich, denke ich, nicht interessieren. So, wir könnten eigentlich hier gleich mal reinmarschieren und... Ja, komm, wir könnten aber auch das auf die... ja, normale Art und Weise machen. Ich könnte... Ja, ich weiß nämlich schon ganz genau, ich muss da runter und etwas Bestimmtes machen. Ja, du kannst die Casinopläne nicht fotografieren, wenn der Wachmann in der Nähe ist. Du musst ihn ablenken. Unten ist ein Dokumentenarchiv. Geh runter und sieh zu, ob du ein Ablenkungsmanöver starten kannst. Ja. Und zwar muss ich da jetzt, Moment, bin ich nicht schon so weit? Ah, da muss ich hin. Ja, wo ist das noch gleich? Ah, da. Und zwar muss ich da eine, ja genau, Klimaanlage kaputt machen. So, ich mache das jetzt ganz einfach so, indem ich hier mit diesem Teil drauf schieße. Batsch. Okay, das war's schon. Das war's. Der Feuermann. Alle raus hier, ja. Klar, ich bleib natürlich drin. So, erstmal die Waffen wieder wegstecken. So. Und wo ist... Ah, da ist die Tür. Yeah. Sehr schön, dann kann ich ja jetzt schnell das Zeug fotografieren und wieder alle rausrennen. Ja, die rennen ja nicht mal. Die gehen ganz gemütlich raus. Ach, guck mal da. Schaut euch an hier über die all die verboten Fotografieren verboten Schilder. Ach, das muss ich jetzt einfach machen hier, diese ganzen Dinger da. Was ist das? Ich kann es nicht richtig lesen. Development Side. Okay, ich habe keine Ahnung, das ist wohl irgendwas. Da ist eine Kirche zu sehen und ja. Und da gibt es noch mehr solche Pläne. Also das da ist auf jeden Fall der Plan, den man fotografieren soll. Das da ist ein Modell von dem, hoppla. Nein, so sieht das aber nicht wirklich aus. Also da hinten der Teil stimmt, aber da ist kein so riesen Rockstar-Logo vorne dran. Auf keinen Fall. Na gut, auf jeden Fall, das soll man fotografieren. Machen wir das doch mal schnell. Und, also ich kann auf dem Plan rein gar nichts erkennen, obwohl doch. Da ist der Eingang, da oben, von oben, das kommt der Eingang, da ist diese Rotunde. Aber dann in dem folgenden Teil kann ich nichts erkennen, außer so ein bisschen ganz unten, das ist wohl Tiefgarage, hier das da. Oh. Sag mal jetzt. Ja, die warten, die lassen auf sich warten, das ist nicht so schlimm. Es brennt ja eh nichts, ich habe mir bloß eine Klimaanlage kaputt geschossen, so. Das ist wohl auch noch eine Kuppel. Alter Verwalter, ich glaub, dir brennt der Kittel. Halt's Maul. So. Ich guck mir hier schön gemütlich diese ganzen Pläne an da. Und du wirst mir auch nicht schießen hier. Hat er auch noch einen Plan? Was haben wir da? Sehr schön. Irgendwelche Pläne. Vielleicht sollte ich das jetzt auch einfach bleiben lassen, hier diese Pläne mir alle anzugucken und zu zeigen. Sondern einfach mal weitermachen mit der Mission und zusehen, dass ich runterkomme. Ich zücke am besten gleich schon nochmal dicke Shotgun. Und... Ja, ich zücke meine Shotgun. Habe ich da eigentlich schon... Oh nein, ich glaube nicht, dass ich da schon Hitman bin. Bam! So. Wollen wir doch gleich mal, wie gucken wir das so? Ah, das ist schon halb gefüllt, das ist sehr schön. So, wollen wir doch gleich mal so machen. Bam, bam. So, der ist auch erledigt. Ah, ich möchte das hier schaffen mit möglichst wenig Energieverlust.
Weil ich habe danach noch eine weitere Flucht vor mir. So, brauchen wir noch nicht nachladen. So, ist da auch einer? Nein, da ist noch keiner. Sehr schön. Und jetzt aber hier ist wieder einer. Sehr schön. Gleich mal justieren und... Bam. Hey, ist immer noch eine Kugel drin, aber ich tue jetzt mal kurz nachladen. Na, lass die mal kurz schießen und... So. Na, komm. Stirb, du Hurenbock, du. Wir haben eh alles sonst nichts zu tun, außer Huren zu beglücken. Bin ich mir sicher. Jedenfalls diese hier. Ja, nicht alle, aber die als Venturis auf jeden Fall. Ah, scheiße, ich hätte es vorher nachladen sollen. Naja, so viel hat es nicht abgezogen. Obwohl, meine Schusswetze ist schon ziemlich im Arsch hier. Unglaublich. So, komm, komm, komm. Ach. Ich hau ich weg hier mit einem Schuss. Wunder, hübsch. So, ich denke mal, den Rest laufen wir jetzt hier im Schnelltempo durch. Komm, lasst mich durch, ihr Idioten. Ihr habt nichts zu melden. Komm raus, raus, raus. Oh, scheiße, habe ich überhaupt noch ein Auto da? Ouch, ouch, ouch. Ich nehme mal gerade das Auto, was ich hatte. Und, oh, 4 Sterne, aber das ist Kiki-Fax. Oh, aber nicht mit einem kaputten Auto, nicht mit einem kaputten Auto. Ich glaube, ich muss mal aussteigen. Ich glaube, ich versuche das jetzt einfach mal zu Fuß. So, und zwar, laufe ich hier lang. Ach, das sind auch schon wieder Bullen. Ich glaube, das geht in die Hose hier. Komm, Karl, du kannst doch noch schneller rennen, oder? Einfach mal, ich probiere das jetzt erstmal hier zu Fuß. Gucken, ob das funktioniert hier zu Fuß. Los, Karl, renn, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Ach nee, Karl heißt er ja. Lauf, Karl, lauf! Unser aller Leben hängt davon ab. Ach, das schaffen wir. Ganz klar, schaffen wir das. Moment, Moment. Oh, wo kommen wir denn da raus? Scheibengleister. Hey, das ist ein Fahrzeug. Ich könnte mir gleich nochmal so ein... Ich schnapp mir dieses Motorrad da. Und da hat sich das. Sehr schön. Ich überlege gerade, ich könnte dann, wenn ich das hier nicht noch fehle, das muss ich noch aufsammeln. So, keiner neben mir ist, keiner in der Nähe, der mich runterschubsen könnte. Sehr schön. Ach du Schande, jetzt muss ich doch auch noch ein Stückchen fahren. Blöd. Ja, das schaffen wir. Das ist locker. Schaffen wir das. Na, nicht, wenn ich nochmal mit dem Motorrad fahre. Das ist ja blöd. Nein, das schaffen wir. Da vorne wartet ein SWAT. Eine SWAT-Einheit auf uns. Aber das war's. Wir haben's geschafft. Yeah. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Ich dachte, da wird sonst niemand eingeweiht hier. Nur Woozy und ich. Woozy und Karl meine ich natürlich. Ach klar, jetzt haben wir da wieder einen umgefahren. So, ich habe keine Lust, was essen zu gehen, also speichere ich doch mal kurz ab, damit mein Lebensbalken wieder aufgefüllt ist. So, absteigen bitte, Karl. Und zack. Ja. Hier. Sehr schön. So, jetzt funktioniert's wieder. Und was ich auch mal kurz wissen wollte, wie hoch der Skill von dieser Waffe ist. Oh, auch schon ganz nice. Sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir ab und... ja doch, wir können das ruhig machen. Wir machen jetzt gerade noch eine Mission. Oder? Nö, ich denke, verschieben wir das auf den nächsten Part. Beziehungsweise auf den übernächsten oder übernächsten. Denn ich denke, die Zeit ist jetzt doch schon ziemlich um. Und nächsten Part versuchen wir es dann doch mal mit etwas anderem. Und zwar, ich fahre dann jetzt schon nochmal in die Richtung. Wir versuchen es mit den Las Venturas. Straßenrennen. Also, macht's gut und ciao.